Blick auf die Woche, ich habe es angesprochen, es sind wieder Earnings oder die Earnings Season beginnt wieder. Wir starten heute mit FedEx und Carnival. Ein kurzer Blick auf FedEx. Ja, hier gab es viel Bewegung. Wir haben hier so eine relativ große inverse Schulterkopf-Schulterbewegung, die allerdings noch nicht so wirklich positives Momentum aufbauen konnte. Wir sind jetzt hier oben auf der 282er Linie. Einiges an Übernahmen, an Aufkäufen, was die Logistikbranche aktuell in den USA, aber auch in Europa betrifft, weil natürlich der Handel so ein bisschen ja, wieder zurückfährt. Bleibt ganz spannend, ob man hier eher mal positiv herausbrechen kann. Man ist ja trotz des letzten Rückgangs von UPS immer auf einem negativen Abschlag hier, was den Aktienkurs betrifft. Und auch Carnival hat da noch viel, viel Potenzial. Ich erinnere an die Charts, die wir gesehen haben rund um Royal Caribbean, also den großen Konkurrenten, wenn es um das Thema Kreuzfahrtschiffe, also Carnival, für die, die es nicht kennen, auch eine große Kreuzfahrtschiffbranche, die nach dem Corona-Tief, das hier oben zu sehen ist, nie wirklich in Schwung gekommen ist. Royal Caribbean zuletzt wieder auf neuen Allzeithochs, wieder längst über den Trends von 2020 hinweg. Carnival schafft es nicht ganz, ein bisschen breiteres Geschäft. Haben es jetzt bei den Pleiten auch vielleicht in Europa gesehen, FTI, dass das Geschäft vielleicht, wenn man breiter aufgestellt ist, gerade nicht ganz so gut läuft. Ja, und hier könnten positive Nachrichten gegebenenfalls auch mal ein positives Momentum auslösen. Wir haben noch Micron hier oben. Micron im auch Aufwärtstrend haben wir gerade eben ja gesehen, rund um das Thema Nvidia. Gab es also hier auch den Abwärtstrend in den letzten Tagen. Im Kern kann man aber sagen, ist Micron doch einer der wenigen Lieferanten, Zulieferer für die großen KI-Chips, die gebraucht werden, also die DDR-Chips, die Arbeitsspeicher. Für alle, die das genauer interessiert, wir haben dazu mal ein Aktien-Roundup gemacht, sehr stark in Micron auch reingeschaut. Eine spannende Aktie, einer der wenigen Zulieferer, wie gesagt, für die große Chip-KI-Branche rund um das Thema Speicherchips. Schaut euch das gerne nochmal an. Wir haben Paychecks, da kann man sagen, gibt es nicht so richtig viel zu sagen. Hier wartet man einfach aus einem Ausbruch, aus dieser wirklich langen, langen Seitwärtsphase, die es jetzt hier schon gibt. Relativ viel Volumen, es geht mehr oder weniger um das Thema, wie kriegen Arbeitnehmer ihre Gehaltsabrechnungen, das löst Paychecks. Spannender ist es da eher bei Nvidia, bei Nike, dort haben wir in der Branche zuletzt viel Bewegung gesehen. Wir haben die Bewegung gesehen bei Lululemon, die ja mal wieder in den Aufwärtstrend gekommen sind. Wir haben viele positive Nachrichten rund um das Thema Sportindustrie ganz generell gesehen, Decker Sports und. Und hier muss man sagen, könnte sich vielleicht auch mal wieder ein positives Momentum für Nike ausbilden. Wir sehen hier eine Überkreuzung vom MACD. Wir sehen eventuell auch ein Überschreiten dann der 50er Wochenlinie in dem Fall und dann eventuell doch nochmal einen Schub. Der nächste Eckpunkt hier sind 120 US-Dollar. Mal gucken, was das Ganze fundamental bringt. Walgreens in dem Falle eher negativ. Wir sind hier auf weiterhin negativen Kursen. Haben wir auch schon mal öfter zugesprochen. Der Apothekenmarkt sieht aktuell nicht gut aus. Und das Thema Impfungen oder ausbleibende Impfungen hat dann nochmal aufs negative Gemüt bei Walgreens, einer großen amerikanischen Apothekenkette, geschlagen. Das also alles in dieser Woche. An Zahlen ist es auch noch relativ mau. Wir haben zum Ende der Woche Arbeitslosenquote aus Deutschland. Wir haben Inflationsdaten aus den USA, der PCE-Index, der doch relativ wichtig ist. Und man muss sagen, wir haben diese Woche dafür ein bisschen was an Aktienprogramm. Am Donnerstag schauen wir uns Chipotle an. Am Vormittag, nachmittags dann Restaurantketten der zweiten Reihe. Nächste Woche dann den Market Roundup. Und man muss sagen, wir machen bald dann das große Aktien-Update, also einiges an Neuerungen, die da auf euch zukommen, einiges an Besonderheiten, um das Ganze auch besser, schneller und effektiver zu analysieren. Mehr dazu erfahrt ihr bald. Ich verabschiede mich. Es ist 11 Uhr. Bis dahin. Tschüss. We'll be right back.